Natürlich freuen wir uns, das ist gar keine Frage, freuen wir uns, und die Reaktion war völlig richtig, einen sich normal verhaltenden Bär in Bayern zu haben. Ja, das ist gar nicht zum Lachen. Und der Bär, ein Normalverhalten, ich muss mich ja auch, auch Werner Schnappauf hat sich natürlich hier intensiv mit sogenannten Experten austauschen müssen. Nun haben wir, ein normal verhaltende Bär lebt im Wald, geht niemals raus und reißt vielleicht ein bis zwei Schafe im Jahr. Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normal sich verhaltenen Bär, dem Schadbär und dem Problembär. Und es ist ganz klar, dass dieser Bär ein Problembär ist, und es ist im Übrigen auch im Grunde genommen durchaus ein gewisses Glück gewesen. Der hat um 1 Uhr nachts praktisch diese Hühner gerissen. Und Gott sei Dank war in dem Haus, war, also jedenfalls ist das nicht bemerkt worden. Aufgrund von, es ist nicht bemerkt worden. Stellen Sie sich mal vor, der war ja mittendrin, stellen Sie sich mal vor, die Leute wären raus und wären praktisch jetzt den Bären praktisch begegnet. Was da hätte passieren können. I'm George W. Bush, leader of the free world. I want to bomb Iraq. And when the world says no, I say, yeah, whatever. Saddam has started to meet our demands. Yeah, whatever. I talked to Colin Powell. He said, sir, maybe we should give the inspectors more time. I said, no, you know why? Because it's just my United States of whatever. Yeah, yeah. And this is my United States of whatever. President Bush? Hush up, don't talk to me now. This is my United States of whatever. Leave it to me. Hello. This is Putin. Russia will veto war. I see. Whatever. Mr. President, North Korea's got nukes. Oh, ding dong dong, ding ding dong dong. Translation? Whatever. I am Bin Laden. You still have not caught me. I'm George W. You know what the W stands for? Yet. Because this is my United States of